Wir sind dankbar über die Arbeiten, die wir gesammelt haben, und das ist eben auch ein Teil unserer Geschichte. Der Schwerpunkt ist immer getrieben von unserer Neugierde, die Gegenwart zu verstehen. Und wir verstehen unsere Gegenwart nicht, indem wir Nachrichten schauen oder Zeitung lesen. Das irritiert uns eher oder verunsichert uns. Das Verstehen der Gegenwart, indem man die Reflexion von künstlerischen Werken auf sich wirken lässt, ist viel komplexer. Wir sind in Mitte Berlin auf dem Dach eines Bunkers aus dem Zweiten Weltkrieg, wo auch unsere Sammlung zu Hause ist. Ich habe neulich mal geschaut, wie viele Arbeiten eigentlich jetzt in unserer Sammlung sind, und war eigentlich fast ein bisschen überrascht, dass es jetzt schon fast über 900 Arbeiten sind. Das hat mich wirklich ein bisschen erschrocken, aber gleichzeitig ist es nicht, worum es einem geht. Die Motivation, Kunst zu kaufen oder Kunst zu sammeln, ist über die Zeit eine andere geworden. Mich haben vielmehr die Menschen, die Künstler, die Künstlerinnen interessiert als die Kunstwerke, aber vorwiegend das Kennenlernen von anderen Gedanken. Die Kunstwerke sind natürlich Gedanken in eine Form gebracht. Die erste Begegnung mit einem Künstler, den wir noch nicht in der Sammlung haben, ist oftmals auch mit einer starken Irritation begleitet. Und wenn wir etwas sehr positiv finden, dann sind wir eigentlich eher skeptisch, sondern die Irritation ist etwas, was uns dann bewegt, tiefer einzutauchen, uns mit der Arbeit zu beschäftigen. Es ist ja nicht so, dass Karen und ich uns für die Dinge interessieren, die uns ganz nah sind, sondern es ist eher das Fremde, was uns anzieht, weil nur das Fremde, das Ungewohnte, das Unkonventionelle ist doch das, was das Potenzial hat, uns weiterzubringen, uns in eine neue Schicht der Erkenntnis zu bringen, mehr zu verstehen einer komplexen Welt, die einem vielleicht sonst verschlossen ist, in Gedankenkonstrukte von anderen einzutauchen, daran teilhaben zu können. Das sind Privilegien, wenn man sich eben für das Denken von anderen interessiert. Wir leben ja in sich immer verändernden Zeiten, und wir gehen in unserer Sammlung eben auch mit der Zeit und mit der Geschichte. Und was uns vor 10 oder 20 Jahren brennend interessiert hat, waren dann die Themen auch dieser Zeit. So bewegen wir uns eigentlich mit der Geschichte, und so ist es auch die Sammlung auch eine Biografie von uns und von unserem Leben. Und der Schwerpunkt ist eben herauszufinden, was ist relevant, was ist gesellschaftlich relevant, was wird bleiben auch, was werden wir von der Jetztzeit in Erinnerung behalten, und das wird auch die Geschichte oder die Zeit erst zeigen. Ich glaube, dass es uns gut tut, dass wir weiter offen sind. War es noch, als wir in den 90er Jahren gemeinsam durch die Londoner Galerien gezogen sind und wir fasziniert waren von so einer neuen, weiblichen, starken Sexualität, und wir arbeiten von Sarah Lucas, von Tracy Emin, und heute sind Themen wie Umwelt, wie Digitalität, wie soziale Interaktion, Gender-Themen, neue Relevanzbereiche in die Gesellschaft hinzugekommen. Dieser Ort hat so viel Layer von Geschichte und ist auch letztendlich so ungeeignet für Kunst, dass die Kunst immer arbeiten muss gegen den Ort. Die Kunst kämpft mit den schwierigen Situationen, und da letztendlich die Kunst immer gewinnt, die Kunst stärker ist als der härteste Raum, ist das eine immerwährende Versuchsanordnung, wie Kunst im Raum wirkt, arbeitet. Und wir daran geglaubt haben, dass die Kunst es schaffen wird, diesem Gebäude eben die notwendige Energie und Freiheit zu geben, die ein Gebäude mit dieser Geschichte einfach braucht. Was könnte man sich anders vorstellen in so einem aus dem Faschismus entstandenen Gebäude, die Kunst der Freiheit zu implementieren? Ich sehe die Natur um uns viel besser durch die Werke von Olafur Eliasson. Ich spüre die Themen von
dem Selbstverständnis von Frauen, indem ich mir die unfassbar starken Arbeiten von Anne Imhof anschaue. Ein Erklären der Jetztzeit durch die Werke der Künstler. Das ist, glaube ich, das, was uns antreibt. Das ist nicht nur unser Schwerpunkt, sondern das ist wirklich unser Credo der Sammlung, sich auf die einzulassen und so die Welt um uns herum zu verstehen.